Moin, herzlich willkommen zurück hier zur weiteren Folge am Sonntagnachmittag Let's Play alles 17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map 1.9 ohne Gräben. Wir sind mit der Ernte fast fertig und sind jetzt dabei, Felder wieder anzusäen. Und fangen hier mit Feld 2 an. Und machen hier Gerste drauf. Und mit ihm hier werde ich mal losfahren. Hier runter zu Feld 15 und da anfangen. So. Vorgewände. Ja, machen wir mal drei Vorgewände. Und dann berechne mal. Oha, ein Lexion hat durchdrehende Reifen. Weizen, mache ich hier Weizen? Nee, mache ich auch Gerste. Der ist aber auch soweit fertig hier, ne, eigentlich. Das passt im Moment ja ganz gut. Ich habe hier auch nur einen. Ja, läuft aber doch. Die Aussaat. So, wo ist denn hier mein. Wo sind denn meine Fahrzeuge eigentlich alle? Xerion. Da stehen meine beiden großen, dicken sozusagen. Ja, der macht sich schon da fertig. Da habe ich jetzt mal gar keine Bedenken. Den können wir uns nochmal eben angucken, was der so macht. Hier wird fleißig Zucker hergestellt. Das ist sehr gut. Sehr schön. Das ist ja auch mein Case. Ja, meine Lexion sollten alle aufgetankt werden, ich weiß.
So, ihr solltet's nicht glauben. Ich sehe hier Mais an. Ich mache hier unten ein bisschen Mais. Und dann können wir eigentlich auch mal oben anfangen, unsere Silage zu verkaufen. An der BGA. Wollen wir mal einen Cosplay-Kurs für einfahren mit dem Radlader. Ah, hier unten war ich noch nicht wirklich unterwegs, deshalb hakt das hier noch, weil er den Shader-Cache noch aufbaut. So, Feld 32 dürfte ich eigentlich noch keinen Aussaatkurs für haben. Weil ich das ja noch nie angesät habe. Nee, wie ich schon sagte. Jawohl. Feld 32 sehen. Am ersten Wegpunkt. Dann fahren wir nämlich hier mal so ein bisschen herum. Und sagen ihm dann mal, mach mal. Und schon dabei, drei Felder gleichzeitig anzusäen. Vielleicht kaufen wir uns noch so eine Maschine und noch einen Überladewagen. Ja, das geht doch. Das sieht doch gut aus. Schicki. Ja. Das läuft. Hier. Na, noch läuft's auch. Gucken, was er mir hier sagt. Habe ich eigentlich den kleineren? Naja, egal. Entschuldigung, ich musste euch mal eben ganz schnell wegdrücken, weil ich total tierisch plötzlich niesen musste. Ich hoffe, das ist gut gegangen. So, Heumaterrados. Ach du Mist, Mist. Macht auch ruhig noch ein bisschen. Mehl können wir doch mal gebrauchen. So, was sagt denn hier unser Display? Was wir hier noch alles drin haben. Hackschnitzel haben wir hier noch drin. 1 Million Stroh haben wir hier drin. Gerste, Raps, Körnermais, Sonnenblumen, Kartoffeln, Futtermischung. Behaupte mal, wir haben ja eigentlich alles drin, was wir jetzt für die nächsten paar Monate noch brauchen. Ja, alles nicht, aber schon vieles dafür.
ist natürlich schon ein großes Kino, ne? Wenn man ihm hier sagt, er soll die nicht weich fahren, sondern soll die scharf fahren. Und das habe ich, glaube ich, scheinbar gemacht. Cosplay eben, ne? Ich habe auch mal wieder eine neue Version installiert. Das ist eine recht aktuelle, die 0, also die 93 am Ende. Ich weiß nicht, ob das die aktuellste ist, aber die ist relativ aktuell. Also es kommen da ja teilweise nicht täglich, aber doch schon relativ häufig neue Versionen. Die hier ist relativ aktuell tatsächlich. Abfahrer zur Mühle, ist doch schön. Er steht hier und wartet. Na, da können wir uns mal versuchen, in den Abfahrer rein zu switchen. Dass der dann auch wirklich abkippen kann. Was für ein Bild. Na, wo ist er denn? Da. Jetzt mach bloß keinen Mist, ey. Sag bloß nicht, hier ist voll. Wie viel ist jetzt hier drin? $497.000, $486.000. Naja, kommt. Krieg keinen ganzen mehr rein. Schade. Schade, schade, schade. Hier ist noch einiges zu ernten. Naja, wie dem auch sei. Ich wollte mal hier oben gucken. Wie es denn hier aussieht. Oh ja, Zellstofffabrik. Läuft. Scheinbar. Langsam, aber sie läuft. Wasser haben wir da, das habe ich gesehen. Schnitzel haben wir auch knapp da. Bahneingang, Hackschnitzel. Alles da. Leerpaletten sind auch noch da. Hier stehen ein paar Papierpaletten rum. Paar Papier. Ja. Gut. Sehr schön. Läuft doch. Läuft doch. Leute, das soll's für heute gewesen sein und für dieses Wochenende. Vielleicht heute Abend noch ein Livestream von der Hauptfach. Kann ich noch nicht versprechen. Weiß ich noch nicht. Wird dann spontan. Wenn ja, denke ich irgendwie so ab 19 Uhr, vielleicht auch ab 18 Uhr schon mal gucken. Ich kann es noch nicht genau sagen, wir werden das sehen. Und ja, ansonsten, ihr kennt das, hinterlasst mir ein Like, Kommentar, Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meiner Homepage friesinger13.de vorbei.
Da gibt es auch immer Informationen über Livestreams und über ein paar andere Sachen und so. Ja. Und wenn ihr morgen am Montag wieder einschaltet, wird mich das natürlich auch tierisch freuen. In diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao.